Guten Morgen. So, Morgenroutine ist schon erledigt. Sport, geduscht, Zähne poliert. Passt. Heute steht noch mal einiges auf dem Programm. Wir werden jetzt erstmal zur Post fahren nach Steinheim, also von meiner Freundin, da was abholen. Dann werden wir in die Stadt fahren. Guten Morgen. Und werden da das Handy vom Sohnemann abholen. Und ja, dann mal sehen. Bei schönem Wetter gehen wir garantiert schwimmen oder ähnliches. Dieser Vogel ist eine Rampensau. Bis eben war er leise. Der sieht das, wenn die Kamera an ist. Ah, naja. Gut, also auf in den Tag. Bam, bam. So, der erste Halt. Hier an der Post in Steinheim. Ist jetzt nur kurz rausgesprungen. Päckchen holen kann der so lange nicht dauern. Dann gehen wir noch kurz die Fischis filtern, dass sie nicht verhungern, weil meine Freundin ja jetzt das ganze Wochenende bei mir ist. Und dann geht's nach Hanau rein. Juhu, ich nehme euch wieder mit nach Hanau. Hab ich schon rein? Die armen Kleinen schlafen noch. Haben gar kein Licht. Die essen im Dunkeln. Wie heißt das? So ein diese Blatt. Events? Ja, ich weiß. Ja, mir fällt es jetzt auch nicht ein. Wenn es jemand weiß, ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Hier, wenn man komplett im Dunkeln essen geht. Ja. Irgendwie ist es noch sehr früh. Kommt mir zumindest so vor. Ist doch nichts los hier. Ich meine nicht, dass es mich stört. Ich brauche jetzt nicht unbedingt viele Menschen. Aber es ist irritierend. Ja, wir haben das Handy abgeholt. Ich habe gleich noch ein Panzerglas wieder neu drauf machen lassen. Und ja, der Mann war sehr nett, weil er hat meinem Söhnchen dann direkt mal noch eine Hülle geschenkt. Eine Minion-Hülle. Könnt euch ja jetzt vorstellen, wer da wieder total glücklich und happy ist. Und jetzt erstmal 280 WhatsApp-Nachrichten checken muss. Mann, ey. So viel kriege ich im Jahr nicht. So, wir sind jetzt gerade hier in Hanau auf dem Wochenmarkt. Samstag. Es ist sehr lustig, weil auch das ist wieder total mit Erinnerungen verknüpft. Jetzt nicht der Hanauer Wochenmarkt, aber früher, als ich bei meiner Oma war in Ferien, dann war das auch Standard. Wenn Markttag war, dann wurde nach Leverkusen gefahren, beziehungsweise nach Wiesdorf hieß das. Und dann wurde da auf den Markt gegangen. Ja. Und wenn man da jetzt so über den Markt läuft, dann hat man das irgendwie direkt wieder in Erinnerung. Ah, herrliches Wetter, schön, um auf dem Balkon zu sitzen. Aber mal was ganz anderes. Also, wie bin ich eigentlich hier dazu gekommen, also Vlogs zu machen? Wie gesagt, ich habe mir das auf YouTube selber bei anderen Leuten angeguckt. Einige eigentlich. Und bin bei einem richtig hängen geblieben. Und das ist Joel. Und ja, er hat quasi auch so tägliche Vlogs. Und erzählt darin immer sehr viel über Motivation und übers Dranbleiben. Und es ging halt auch viel übers Vloggen, wie man das anfängt und dass man sich vornehmen soll. So und so viel mache ich auf jeden Fall und so lange bleibe ich auf jeden Fall dran, um zu sehen, ob einem das Spaß macht oder wie auch immer. Und so bin ich im Grunde genommen dazu gekommen. Also es hat dann in mir so ein bisschen gereift, bis ich gesagt habe, ja, okay, das mache ich wirklich. Und ja, jetzt bin ich ja schon eigentlich längere Zeit dran und versuche es konsequent durchzuziehen. Ist manchmal schwieriger, manchmal leichter. Aber wie gesagt, es kommt eigentlich alles durch Joel. Von da an schicke ich erstmal ein großes Dank an Joel für diese Motivation und Inspiration. Aber das ist es ja nicht alleine, sondern dadurch, dass ich angefangen habe, YouTube zu machen über ihn. Und es gibt aber auch andere Leute, die angefangen haben, YouTube zu machen. Auch unter anderem wegen ihm und
die seine Videos gucken und eben sich auch die Botschaften von ihm rausziehen. Und das hat sich bei uns jetzt quasi so in so einem kleinen Grüppchen gruppiert. Eine kleine Community sozusagen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen das gemeinsam machen. Wir machen ein kleines Crossover durch unsere Kanäle. Und von da an. Und deshalb möchte ich in den Videobeschreibungen unten auch mal erwähnen: einfach Sunny mit ihren Familienvlogs und einmal Kollabiert. Das sind nämlich die beiden Leute, die ich über YouTube jetzt schon kennengelernt habe und wir uns auch außerhalb von YouTube auf einer Plattform austauschen. Und einfach mal, um dem lieben Joel zu zeigen, dass das, was er erzählt, dass es Früchte trägt, machen wir das hier gemeinsam. Von da an, von mir, vielen lieben Dank für Motivation, Inspiration und immer wieder gute Ideen. Und jetzt möchte ich noch herzlich vorstellen, die anderen beiden. Viel Spaß. Hallo lieber Joel, ich möchte mal Danke sagen. Und zwar danke für deine tägliche Motivation in deinen Vlogs. Von deinen Vlogs haben wir eine kleine Community gegründet, die uns gegenseitig motivieren. Und zwar haben wir eine Gruppe gegründet mit dem lieben Kollabiert und Till und seine Vlogs. Ja, schau doch einfach mal in die Beschreibung, da findest du die Vlogs auch. Und du bist derjenige, der uns tagtäglich motiviert und tagtäglich sagt, dass es immer noch ein Stückchen mehr geht. Und dafür möchten wir einfach mal deine Community Danke sagen. Hallo lieber Joel, ich möchte mich auf diesem Wege gemeinsam mit Einfach Sunny und Till und seinem Vlog bei dir bedanken für deine super Vlogs, für deine beinahe tägliche Motivation, dran zu bleiben, alles zu tun, was geht. Das ist einfach Wahnsinn, was für eine Gabe du hast, Menschen zu motivieren, an den Zielen zu arbeiten, die sie sich vorgenommen haben. Also vielen herzlichen Dank dafür, mach weiter so. Die Kanäle von den zwei findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei, lasst denen bei Gefallen ein Abo da oder liked die Videos. Wir sind alle noch ganz kleine YouTuber am Anfang und wir freuen uns da tierisch. Alles klar, musste mal gesagt werden. Freibadzeit. Es ist auch echt knackig warm und laut Wetterbericht macht es Sinn, heute und morgen noch zu genießen. Denn ab Montag habe ich regulär Urlaub und es ist immer so, wenn ich Urlaub habe, ist scheiß Wetter. Immer. Von da an, auf ins kühle Nass. Da war es so schön im Schwimmbad. Jetzt sind wir hier und haben schon angefangen, Essen vorzubereiten. Wir haben auf dem Markt ja vorhin frische Bohnen gekauft, die haben wir jetzt schon geschnibbelt. Und dann gibt es leckere Bohnen und Kartoffeln und Hähnchenschenkel. Ja. Und nachher wollen wir uns noch einen schönen Film reinziehen. Da wollen wir uns anschauen, Walk the Line. Das ist hier quasi die Johnny Cash Biografie mit Joaquin Phoenix. Ein sehr guter Film. Ja. Ansonsten wird nicht mehr viel passieren, aber wenn, dann seid ihr dabei. So, wir haben nochmal kleine Planänderungen gemacht. Das Wetter ist noch viel, viel zu geil, um sich irgendwie drinnen reinzuhocken. Von da an haben wir uns überlegt, wir gehen jetzt hier aufs Hof- und Gassenfest und da spielt irgendwie eine Band Irish Music. Das wollen wir uns jetzt angucken. Fest. Hey. Geht's zumindest schon mal was ab. Ja, was sehr schade war, dass die irische Band
ganz, ganz schlecht abgemischt war. Und ich als Musiker oder ehemaliger Musiker, mir blutet da das Herz. Das konnte ich mir jetzt leider nicht weiter anhören, aber wir schauen mal, was es hier noch so alles gibt. Ja, kleines, nettes Festchen hier in Bruchköbel. Wer hätte das gedacht? Es gab unheimlich viel zu sehen. Das ist ja immer das Beste. Ich schaue ja unheimlich gerne Leute. Ja, Musik war überall. Mal mehr gut, mal weniger gut. Kann man nächstes Jahr wieder gehen. Jetzt geht's nach Hause und dann aufs Sofa. Von da an mach ich jetzt hier dicht. Ich habe heute eh genug zum Schneiden. Also, bis dann.